Fast and Furious Crossroads versucht das Popcorn-Kino einzufangen und in ein Videospiel zu übertragen. Als Spieler werdet ihr Teil einer neuen Crew und trefft auf bekannte Helden wie Dom, Letty und Roman, die alle durch ihre Originalschauspieler vertont werden. Wie auch in den Filmen geht es hier in erster Linie um Verfolgungsjagden, Überfälle und die anschließende Flucht in schnellen Schlitten. Immer wieder erkennt man als Fan auch bekannte Gadgets aus den Filmen, die ihr durch Aufleveln freischalten könnt. Natürlich gibt es auch jede Menge Fahrzeuge, mit denen ihr euch in die Action stürzen könnt. Die Sprachausgabe gibt es aufgrund der Originalstimmen nur auf Englisch, die Bildschirmtexte sind aber ins Deutsche übersetzt. You wanna stay amateur? Or take this to the next level? Wenn ihr Lust auf ein entschleunigtes Sportspiel verspüren solltet, ist vielleicht PGA Tour 2K21 was für euch. Auf dem Golfplatz wird nach offiziellen oder aber auch nach von euch selbst erstellten Regeln gespielt. Der Karrieremodus fokussiert sich auf den bekannten FedEx Cup, in dem ihr Belohnungen und weitere Ausrüstung freispielen könnt. Nach Belieben lassen sich aber auch eigene Spieler und eigene Ausrüstung erstellen. Wenn damit eurer Kreativität nicht Genüge getan wird, gibt euch das Spiel auch die Möglichkeit, einen eigenen Golfplatz zu entwerfen und ihn mit der gesamten Community zu teilen. Actionreicher als die Golfsimulation ist mit Sicherheit das Fußballspiel Captain Tsubasa Rise of New Champions. 10 Jahre nach dem letzten Videospiel zum beliebten Manga- und Anime-Meisterwerk kommen wir also wieder in den Genuss der Arcade-Action. Gespielt wird zwar immer noch Fußball, aber wie zu erwarten mit nicht allzu realistischem Anspruch, dafür aber mit kurzen Zwischensequenzen für die Inszenierung. Erstellt euch ein Team mit euren Serienlieblingen und macht euch auf den Weg an die Spitze. Project Cars hatte bereits mit dem ersten Teil die Herzen von Rennsimulation-Fans erfreut. Auch mit dem nun dritten Teil dürftet ihr, falls ihr euch dazu zählt, voll auf eure Kosten kommen. Wie für neue Ableger von Rennspielen üblich, wurde hier wieder an der Steuerung und am Fahrverhalten gefeilt, um das Fahrgefühl möglichst authentisch wirken zu lassen. Nach und nach lassen sich mit erspielten Credits neue Leistungsverbesserungen und Anpassungsmöglichkeiten freischalten, sodass ihr auf über 140 Strecken glänzen könnt. Darüber hinaus stehen euch natürlich wieder verschiedenste Modi und Schwierigkeitsgrade zur Verfügung. Das als kleines Projekt gestartete CrossCode befand sich 3 Jahre im Early Access und wurde bereits 2018 für den PC veröffentlicht. Nun erscheint das 2D-Action-Rollenspiel auch auf der Nintendo Switch und der PS4. In CrossCode schlüpft ihr in die stumme Figur Lea, mit der ihr ein virtuelles Online-Rollenspiel namens Cross Worlds spielt. Es erwarten euch ein schnelles Kampfsystem und interessante Rätselmechaniken, kombiniert mit liebevollen 16-Bit-2D-Grafiken, die an die SNES-Zeit erinnern. Zudem könnt ihr mit bis zu 80 Stunden Spielzeit rechnen. Annika ist nach einem seltsamen Traum auf einer mysteriösen Insel namens Speaker Island erwacht und hat ihre Erinnerungen verloren. Mit Hilfe einer Giraffe, ja, einer Giraffe, die sie auf ihrer Erkundungstour trifft, ist es eure Aufgabe, diese Erinnerungen wiederzufinden. Auf dem Weg kämpft ihr in rhythmusbasierten Kämpfen gegen zahlreiche Gegner und Bosse und erlebt die Geschichte von Giraffe und Annika in diversen Zwischensequenzen. Die Anime-Fans unter euch werden sicherlich schon um die Existenz von Jump Force wissen. Über 50 spielbare Charaktere aus Manga, Anime und Bandai Namco-Produktionen können in diesem Beat'em Up gegeneinander antreten.
Gespielt wird in 3 vs. 3 Tag Teams. Aktiv im Kampfgeschehen ist aber immer nur ein Charakter, mit Ausnahme von Kombinationsangriffen. Neu für die Switch-Version ist dabei der Offline-Spielmodus mit bis zu 6 Spielern und der lokale Spielmodus auf 2 Konsolen gleichzeitig. Jackson, gonna take it himself. Spins inside the 5. Dives for the end zone. Touchdown, Ravens! Madden NFL ist bekanntlich das jährlich erscheinende Football-Game aus dem Hause Electronic Arts und verspricht auch in diesem Jahr Verbesserungen in allen Bereichen des Spiels. Der Karrieremodus startet das erste Mal in der Highschool, von der man sich aufs College begibt und letzten Endes in die NHL rekrutieren lässt. Auf dem Weg dorthin entscheidet ihr euch frei für eure Lieblingsposition. Diese Entscheidungen beeinflussen dann auch den weiteren Verlauf der Geschichte. Sämtliche bekannte Modi sind natürlich wieder mit dabei. The theater of war is a stage of many arts. Blood paints the true picture in the art of war. Wie der Name schon vermuten lässt, entführt euch Immortal Realms Vampire Wars in eine düstere Vampirmythologie. Immortal Realms ist dabei ein Strategiespiel, das auf den ersten Blick an Klassiker wie Heroes of Might and Magic erinnert, dabei aber auch Kartenspielelemente verwendet. Ihr könnt euch aussuchen, welchen der 3 Vampir-Clans Dracul, Moria oder Nosfernus ihr spielen wollt. Jeder dieser Clans ist ausgestattet mit eigenen Fähigkeiten, Einheiten und Gebäuden. Im Gegensatz zu ähnlichen Spielen fokussiert sich Vampire Wars komplett auf eine Singleplayer-Erfahrung. Seid ihr mit der Kampagne am Ende, warten aber noch ein Sandbox und ein Gefechtsmodus auf euch.